Als nächstes wollen wir uns Beispiele für implizite Verfahren anschauen und ja, wir wollen auch gleich deren Konsistenzordnung berechnen. Ich werde das jetzt hier so ein bisschen überschlägig machen, denn was haben wir bei expliziten Verfahren jetzt ausreichend genau gemacht? Im Skript werde ich es ein bisschen genauer tun. Okay, schauen wir zunächst auf das implizite Euler-Verfahren. Das hatten wir schon dadurch motiviert, dass wir das Integral, das immer bei der Integraldarstellung der Differentialgleichung auftritt, einfach diskretisieren durch den rechten Punkt. Und dabei war rausgekommen, wir bekommen die Iterationsvorschrift yk plus 1 gleich yk plus h mal f von tk plus 1, yk plus 1. Und wie schon gesagt, das ist jetzt natürlich keine Zuweisung mehr für yk plus 1, sondern wir müssen in jedem Schritt dieses impliziten Euler-Verfahrens tatsächlich ein Gleichungssystem lösen oder ihm Gleichung lösen, wenn das f eindimensional. Okay, wir mit Existenz dieser Lösung und so, das haben wir alles geklärt. Ja, wir nehmen an, das h ist klein genug, dann ist das Verfahren tatsächlich durchführbar. Und wir schauen uns die Konsistenz an. Wie war Konsistenz nochmal definiert? Naja, Konsistenz war, man setzt in die Gleichung, die man hier oben hat, eine echte Lösung y ein. Das heißt also, man setzt das yk plus 1 gleich y von tk plus 1, yk gleich y von tk und das yk plus 1 hier vorne auch gleich y von tk plus 1 und stellt dann fest, wie gut diese Gleichung hier vorne erfüllt ist. Okay, das heißt also, mit unserer Definition der Konvergenz kommen wir auf y von t plus h minus y von t geteilt durch h minus phi von t und jetzt eingesetzt die echte Lösung y von t plus h und h. Okay, da müssen wir feststellen, konvergiert das für h gegen 0 tatsächlich gegen 0 und wir müssen feststellen, von welcher Ordnung das konvergiert. Okay, alter Trick, wir machen wieder Taylor-Entwicklung. Wir machen hier vorne das y von t plus h, das schreibe ich jetzt nur noch so hin, y von t plus h ist y von t plus h mal y' von t plus ein Groß O von h Quadrat. Okay, das y von t geht raus, bleibt über ein h mal y' von t, das h geht raus, bleibt hier vorne nur über ein y' von t und aus dem Groß O von h Quadrat geteilt durch h wird insgesamt ein Groß O von h. Okay, ja, das ist der erste Teil. Hier vorne haben wir schon zigmal jetzt für die expliziten Verfahren gemacht und es ist immer dasselbe. Dann haben wir hier vorne das Phi und für das Euler-Verfahren ist das Phi natürlich hier vorne das f von tk plus 1, also f von t plus h und die richtige Lösung eingesetzt an dieser Stelle ist y von t plus h. Okay, also das hier vorne ist nichts anderes als das Phi hier vorne, dieser ganze Ausdruck hier vorne ist nichts anderes als ein f von t plus h und y von t plus h. Was machen wir wieder? Taylor-Entwicklung. Ja? Das heißt also Taylor-Entwicklung und hören sofort wieder auf. Das heißt, das hier ist dasselbe wie f von t und y von t plus ein Groß O von h. Ja? Denn der erste Term in der Taylor-Entwicklung, der hat in jedem Fall hier vorne schon wieder ein h. Okay, gut. Dann haben wir hier also ein y' von t, hier ein f von t und y von t. Die beiden werden voneinander abgezogen und y ist eine Lösung der Differentialgleichung. Das heißt, es gibt y' gleich f. Das heißt, die beiden gehen weg und alles, was überbleibt, ist ein Groß O von h. Okay, das heißt also, der implizite Euler ist konsistent, mindestens von der Ordnung 1. Tatsächlich ist er konsistent genau von der Ordnung 1, habe ich jetzt hier nicht gezeigt. Und das heißt, er ist auch konvergent von der Ordnung 1. Welche Voraussetzungen brauchen wir dazu natürlich? Naja, also wir brauchen, dass das f hier vorne zumindest mal differenzierbar ist, denn nur dann können wir hier tatsächlich den zweiten Term der Taylor-Entwicklung hinschreiben und können das hier vorne in dieser Form abschätzen. Okay, gut. Also wenn das f einmal stetig differenzierbar ist, dann ist das Ganze Konsistenz von der Ordnung 1 und sogar konvergent von der Ordnung 1. Jetzt ist die Frage, wie würde man dieses Verfahren denn durchführen? Wir werden uns gleich nochmal am Rechner anschauen. Aber naja, ich muss ja diese Gleichung hier oben auflösen. Ja? Also ich muss in jedem Schritt des Verfahrens muss ich diese Gleichung hier vorne nach yk plus 1 auflösen. Und beim Beweis, bei der Betrachtung der impliziten Verfahren haben wir schon gesagt, wie wir das machen. Nämlich wir schauen einfach auf eine Fixpunktfolge. Das heißt, wir setzen das yk plus 1 hier vorne durch ein z und machen eine Fixpunktfolge, die beginnt an der Stelle yk.
Okay, das heißt also, wir setzen g von z gleich yk plus h mal f von tk plus 1 und z. Das ist genau das, was wir vorhin im Beweis für die impliziten Verfahren gemacht haben. Und wir fangen an der Stelle z0 gleich yk. Das yk ist sicherlich in unserem Intervall, für das wir die Kontraktionseigenschaften und die Selbstabbildung gezeigt haben. Das heißt also, wir wissen, die Fixpunktfolge konvergiert. Und die Fixpunktfolge ist definiert durch zk plus 1 gleich g von zk. Okay, jetzt kann man auf die Idee kommen, da machen wir jetzt also ein paar Schritte dieser Fixpunktfolge und was da rauskommt, das setzen wir dann hier vorne ein und akzeptieren wir als eine Näherung für yk plus 1. Und tatsächlich machen wir dabei ein sehr schlechtes Geschäft. Warum? Naja, schauen wir uns das mal an. Also ich mache einfach nur zwei Schritte dieser Fixpunktfolge. Das heißt also, ich setze mein yk plus 1 gleich z2, also g von z1, also g von z0, also g von yk. Ja, das heißt also, ich mache zwei Schritte der Fixpunktfolge und akzeptiere das, was da rauskommt, als eine halbwegs vernünftige Lösung meiner Gleichung, die hier oben eigentlich erfüllt sein soll. Ja. Also erstmal, ich mache schon mal einen zusätzlichen Fehler hier, weil das ja jetzt nicht mehr genau tatsächlich erfüllt ist. Das heißt, das klingt schon mal so ein bisschen fishy. Und außerdem, wenn ich das Ganze jetzt mal einsetze, ich habe das hier gemacht, ja, also ich gehe das jetzt hier nicht nach, dann stellen wir fest, dass yk ist z2, also g von z1, g von z0, also g von yk, g von yk eingesetzt und insgesamt kommt man auf yk plus h mal f von tk plus 1 und yk plus h mal f von tk plus 1 und yk. Das sieht so ähnlich aus wie die Formel von Hoyn, ist es aber nicht ganz. Ja? Also da fehlt noch ein 1/2 und das ist hier auch genau das Problem. Jetzt könnte man sich fragen, ist das, was da rausgekommen ist, ist es eine gute Formel? Ist das eine gute Idee, sowas zu benutzen? Ja, nee, ist es nicht, denn das Verfahren ist relativ teuer. In jedem Schritt des Verfahrens, also jetzt habe ich hier natürlich ein Einschrittverfahren, also ein explizites Einschrittverfahren, was hier vorne steht. Und in jedem Schritt dieses Verfahrens muss ich zweimal meine Funktion f auswerten. Okay, da haben wir jetzt diese Trapezregel, die wir vorhin hatten, die wir beim letzten Mal hatten und auch der verbesserte Euler, die haben dann die Ordnung 2 geliefert. Hier haben wir jetzt auch zwei Auswertungen, aber wir haben ja oben schon gesehen, also selbst wenn wir die exakte Lösung nehmen, dann haben wir insgesamt nur Ordnung 1. Das heißt, wir werden hier unten nicht mehr erwarten als Ordnung 1 und tatsächlich ist es auch wirklich nicht mehr als Ordnung 1. Das heißt, wir haben ein relativ teures Verfahren, zwei Auswertungen pro Schritt, aber wir haben insgesamt nur Ordnung 1. Das heißt, wir können schon sagen, das Ganze lohnt sich überhaupt nicht. Das heißt also hier, dieser implizite Euler zusammen mit dieser Idee, ich mache zwei Schritte dieses Iterationsverfahrens, dieser Iterationsfolge hier vorne, dieser Fixpunktfolge hier vorne, das wird keine gute Idee sein. Ja, und das werden wir uns gleich alles am Rechner auch noch ein bisschen genauer anschauen. Okay, wie könnte man so ein implizites Verfahren noch herleiten? Wir haben ja vorhin die Trapezregel, oder beim letzten Mal haben wir uns die Trapezregel angeschaut. Und da haben wir nochmal einmal zusätzlich entwickelt, um hinten so diese Implizitheit loszuwerden. Und das machen wir diesmal einfach nicht. Und wir setzen wieder an mit der Integralform, unserer Differentialgleichung. Das heißt also, y von tk plus 1 ist y von tk plus das Integral von tk bis tk plus 1, f von t und y von t dt. Eigentlich steht hier y' und mein y ist Lösung der Differentialgleichung, also ist y' gleich f. Ja. Okay, gut, ich mache wieder dasselbe, Trapezregel, ich werte einmal am linken Rand des Intervalls aus und am rechten Rand des Intervalls aus und dann bekomme ich die Approximation h mal f von tk y von tk plus f von tk plus 1 y von tk plus 1 geteilt durch 2. Einfach Trapezregel hier vorne eingesetzt. Jetzt machen wir das, was wir immer machen. Wir setzen jetzt für y von tk unsere ganzen Näherungen ein. Das heißt also, y von tk wird zu yk, y von tk plus 1 wird zu yk plus 1. Hier vorne auch nochmal. Und das liefert uns am Ende die Iterationsvorschrift yk plus 1 gleich yk plus h mal f von tk yk plus f von tk plus 1 yk plus 1 geteilt durch 2. Erstmal nochmal geklärt, warum ist das jetzt ein implizites Verfahren?
bei den impliziten Verfahren dürfen in dem Phi vorkommen das H, das TK, das YK und das YK plus 1. Und na, das ist auch tatsächlich der Fall. Ja? TK, YK, YK plus 1. Na, und das F, dieses TK plus 1 hier vorne, das TK plus H, das heißt, da kommt auch nur das TK und das H drin vor. Okay, das heißt, das ist ein implizites Verfahren, denn das YK plus 1 kommt sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite vor. Okay, wie sieht es mit der Ordnung aus? Wir machen das wieder genau wie vorhin. Ich schreibe diesen lokalen Diskretisierungsfehler, den Konsistenzfehler hin. Und dann steht hier ein Y von T plus H minus Y von T geteilt durch H minus 1/2 mal f von t, y von t und so weiter. Das hier vorne ist nichts anderes als das Phi. Ja, einfach jetzt eingesetzt in die Definition des Konsistenzfehlers. Und ja, hier vorne insbesondere aufgepasst, ne, hier steht das Phi und war eingesetzt an der Stelle einer Lösung. Ja, also das, ich setze eine richtige, eine echte Lösung hier vorne ein. Das heißt also, für das yk setze ich in das Phi ein an y von t. Und für das yk plus 1 setze ich eine echte Lösung y von t plus h. Okay, gut. Das heißt, ich muss das hier jetzt wieder alles Taylor entwickeln. Und jetzt haben wir es wirklich häufig genug gemacht. Ich gebe hier nun das Ergebnis an. Wie würde man hier natürlich vorgehen? Also die linke Seite hier vorne ist immer dasselbe. Das spare ich mir. Dann dieses f von t und y von t, das brauche ich gar nicht zu entwickeln. Ja, das ist ja schon ausgewertet an der Stelle t und y von t. Das hier vorne, dieser Term, der ist ein bisschen unangenehm und den schauen wir uns ein bisschen genauer an. Das steht also ein f von t plus h, y von t plus h. Okay, ich möchte irgendwie entwickeln um so eine Stelle t, y von t. Also entwickeln wir erstmal das y von t plus h da hinten, damit wir überhaupt erstmal ein y von t da vorne stehen haben. Das gibt also ein f von t plus h, y von t plus h mal y' von t plus h Quadrat halbe mal y2' von xi mit irgendeinem xi zwischen t und t plus h. Okay, und jetzt bin ich im Geschäft. Ja, das sehen Sie hier vorne. Jetzt steht hier tatsächlich ein f von t plus h, y von t plus irgendwas. Und das kann ich wieder Taylor entwickeln. Das mache ich auch. Erstmal der erste Term, der rauskommt, ist ein f von t und y von t. Steht hier vorne. Und dann, wie haben wir diese zweidimensionale Taylor-Entwicklung immer gemacht? Erste Differenz hier vorne ist ein h mal die Ableitung von f nach der ersten Variable an der Stelle t und y von t. Habe ich hier vorne stehen. Plus, ja, die zweite Differenz ist h mal f von t und y von t, weil das y' gleich dem f ist, ja, das habe ich hier vorne gleich eingesetzt, mal die Ableitung von f nach der zweiten Variable, gibt also ein f y von t und y von t. Naja, und alle weiteren Terme, die da noch kommen, die haben mindestens ein h-Quadrat und die fasse ich hier gleich zusammen unter so einem Groß-U von h. Okay, das heißt also, dieser gesamte Term hier vorne, der ist nichts anderes als f von t und y von t, das ist nichts anderes als y' von t. Und dann steht hier ein h mal ft plus f mal fy an der Stelle t und y von t. Das haben wir jetzt auch schon zweimal gesehen, das ist nichts anderes als das y2'. Okay, das heißt also, hier steht nichts anderes als ein, ja, hier, das ist ein y', hier steht noch ein y', gibt insgesamt zweimal y', geteilt durch 2 gibt ein y'. Das kommt hier vorne in dieser Entwicklung auch vor, geht weg, wunderbar. Dann haben wir hier vorne stehen ein h halbe mal y2' von t, und da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, das ist der dritte Term in der Entwicklung hier vorne von der linken Seite, also der geht auch weg. Das heißt, insgesamt, was überbleibt, ist gerade noch ein Groß O von h². Okay, das heißt, das Ganze ist von zweiter Ordnung, konsistent und damit auch automatisch konvergent von zweiter Ordnung. Okay, gut, das heißt also, das ging auch hier wieder relativ einfach und wir erwarten unter anderem natürlich, dass die Trapezregel uns deutlich bessere Ergebnisse liefert als das implizite Euler-Verfahren, eben wieder deshalb, weil es von Ordnung 2 ist. Das implizite Euler-Verfahren ist nur von Ordnung 1. Ja, und ich kann Ihnen nur noch mal ans Herz legen, einfach diese Definitionen der Konsistenz wirklich gut auswendig zu lernen, zu kennen, ja, und insbesondere auch, was man damit macht, nämlich einfach alles, was da steht, immer in Taylor-Reihen zu entwickeln, nach dem ersten, zweiten Glied, und ja, das ist das, was wir haben jetzt, glaube ich, ausgiebig gesehen, das ist immer genau das, was wir hier vorne tun.
Okay, gut. Nachdem wir das jetzt gesehen haben, wollen wir uns diese beiden Verfahren auch nochmal in Aktion am Rechner anschauen.